Wir starten jetzt einfach mal mit dem Vlog von Johnny Yusuf Prof. Finn spendet 4 Euro. Ich danke dir, Alter. Vielen, vielen lieben Dank. So, Freunde. Jetzt geht's los. Wie gekauft? Mit Playmobil, mit Dingens, mit Monopoly-Geld. So, Freunde, wir fangen an mit dem ersten Video heute, nämlich mit Johnny Yusupov. William Niviara hat Angst von Christian Eckerlin. Let's go! War der Beweis, im ersten Kampf war auch Tiefschlag. So leid hat die Stotter. Keine Reaction mehr auf den. Keine Chance. Hallo William, willkommen im Johnny Yusupov. Stopp. Salam alaikum, Freunde. Erste Training fertig, zweite Training fertig. Und jetzt, Freunde, wir fahren jetzt nach Frankfurt zu Christian Eckerlin, sein Kampf. William ist auch vor Ort. Und viel Spaß beim Video. Wir machen jetzt einen schönen Vlog. Wenn man sich wundert, warum ich jetzt bei dir bin und nicht bei Johnny. Lange Geschichte. Ganz lange Geschichte. Kommen wir vielleicht später nochmal. Freunde, das war eine Nacht- und Nebelaktion. Samstag haben wir ja gestreamt und im Stream habe ich gemerkt, ey, du bist eigentlich fit. Wir haben die Karten für den Kampf. Du bist schon nicht zur Evo Classic gefahren, weil du krank warst. Dann wenigstens das Frankfurt-Event mitnehmen und das Verhör mit Patrick drehen. Sonst hast du gar nichts mehr von dem Wochenende, weil du eh schon gefickt bist, weil du krank im Bett liegst. Also sehr, sehr geil, dass es geklappt hat. Und das war dann auch eine Nacht- und Nebelaktion. Ich musste nach Siegen zur Evo Classic. Ich musste, Digga, den Kameramann abholen, der hat auf der Evo gedreht. Dann musste ich den einsammeln, weiterfahren nach Frankfurt und guckt mal jetzt, wie kurz, Digga, ich bin um 19.30 Uhr losgefahren vom Wuppertal. Nach Frankfurt sind das, ich sag's euch genau, ich glaube, warte, ich will genau die Kilometerzahl wissen. Stuhl konnte ich leider nicht mitnehmen. Bei der Evo Classic hatte ich tatsächlich einen VIP-Sitz mit Stuhl. Aber da ging das nicht, leider. Das waren, sind genau 230 Kilometer. Und ich bin wirklich in der letzten, Digga, in der letzten Minute noch losgefahren, musste Koffer packen und. Das war echt irre. So, Freunde, weiter geht's. Okay. So, angekommen. Angekommen in Frankfurt. Ja, Kalle Report kommt gleich. Um auf Uhr. 10 vor 10. Wann fangen die Main Events an? Um 10. Also wir haben 10. Hallo Johnny, du bist in deinem Video. Die Main Events fangen um 10 Uhr an und wir waren um 10 vor 10 im Parkhaus, Digga. Alles auf dem letzten Drücker noch irgendwie geschafft. Unfassbar. Aber wo seid ihr da an diesem Eingang? Ja, wir laufen gerade noch im Parkhaus hoch. Okay, dann müsst ihr um die, da wo steht Messehalle Frankfurt, einmal rum. Ja. Links rum und dann, ja, dann sind wir hier. Alles auf dem letzten Drücker, aber so kennt man uns und wir haben es geschafft. Guten Morgen. Willkommen in deinem Video, ja? Schaffe ich das rumzumachen? Das ist kompliziert irgendwie. Der hier, der Kollege hier, ne? Ich schwör's euch, bester Mann. Wenn du das siehst, liebe Grüße gehen raus. Du hast echt unseren Abend versüßt. Guten Morgen. Willkommen in deinem Video. Testorossa 93, danke dir für Stufe 1 Abo. Und damit haben wir den Hype Train auf Stufe. Na, zeig mal an hier. Stufe, Kurva. Stufe 2 abgeschlossen. Danke euch, Killer. Video, ja? Schaffe ich das, das rumzumachen? Das ist kompliziert irgendwie. Ich will mich nicht peinlich machen. Mach ich das, René? Mach mal Kamera aus. Wie mach ich das jetzt? Eng oder locker? Ja, so passt schon. Ich hoffe, ihr habt nichts irgendwas. Einer von den Dulatovs war auch mit uns am Start. Wir waren danach auch noch mit ihm was essen. Sehr, sehr sympathischer junger Bursche. Grüße gehen raus vom Wuppertal nach Düsseldorf. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Hast du das überlegt oder so? Ich hab immer Nein, wir haben uns nichts überlegt. Wir haben ganz spontan. Ach, korrekt. Wir reden einfach. Aber okay. Wir überlegen uns noch was. Auf jeden Fall, ey. Und meinst du, der perfekte Partner hat? Ich glaube nicht. Der perfekte Kandidat, doch, ich schwöre. Boah, das ist aber gefährlich. Ich glaube, der wird keinen Rückzieher machen und ich auch nicht, Bruder. Wenn ich du wäre, Bruder. Ihr habt ihr hergefunden, wie war alles gut? Vince Troll Willi, danke dir für 4-monatigen Support, Alter. Das war sehr gut, ja. Wie bin ich gefahren? Wie Michael Schumacher, ne? Sehr gut. Richard, hast du dich wohler gefühlt als bei mir?
Auf jeden Fall. Gänsehaut auf Knie. Johnny soll ein ganz wilder, ein ganz, ganz wilder Autofahrer sein. Die Scheibe. Das ist krass, oder? Ich schwör's euch, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, guckt euch bitte diese Lokation, diese Veranstaltung, unfassbar krank. Die Lederjacke kommt super, danke, danke. Stefano 21, danke fürs Prime-Abo. Hey Steffi, ja? Ist krass, oder? Direkt, wenn man reinkommt. So musst du reinkommen bald in deinen Kampf. Ja, ich hab nichts. Wenn ich hier sitze, ich krieg richtig Adrenalin, sag ich selber. Ich glaub dir. Und, alles gut bei dir? Auch die beiden, ne? Das sind ja die beiden Jungs von Johnny, die sind eigentlich in jedem Video mit dabei. Ich schwör's euch, die sind so lustig und so sympathisch, Alter. Grüße gehen auch raus an euch beiden, Alter. Wahnsinn. Richtig herzensgute Jungs, Alter. Der Linke, wenn man ihn nur anguckt, muss man schon anfangen zu lachen. Der strahlt so eine... Kennt ihr so Menschen? Man guckt die ins Gesicht, man guckt denen ins Gesicht und man muss einfach lachen. Der sieht aus wie eine Comicfigur, Digga. Und, alles gut bei dir? Und der hat dieses süße Gesicht so, man will einfach so reinknuddeln. Fängt das schon wieder an, ne? Wie findest du die Plätze? Gibt es Unterschiede? Auf jeden Fall, heute gibt es ganz große Unterschiede bei den Plätzen. Danke dir. Kommen, oder? Stefan Münz kommt gleich rein. Ein sehr gespannter Kampf. Sagt man zwar nicht so in der deutschen Sprache, aber ihr wisst, was ich meine. Ein sehr gespannter Kampf. Fighting out of Germany and Frankfurt tonight. Stefan D.A. Beats. Guckt euch mal diese Gänsehaut an, Digga. Krank. Sehr stark gewonnen. Ich möchte meine bessere Hälfte, meine beste Freundin, meine Lebensgefährtin, die ich für mein ganzes Leben lang behalten möchte. Geile, geile Aktion, Alter. Jetzt lebenslänglich Knast. Möchte ich... Für Stefan. Ob sie euch heiraten möchte. Stefan Pütz war eine geile Schlacht. War ein krasser Kampf. Ist strategisch voll. Der Name Terminator passt zu ihm auf jeden Fall. Von der ersten Sekunde bis letzte ist er durchgängig dabei. Blutiger. Okay, aber auch so generell ist ja auch deine. Ist deine erste MMA-Veranstaltung? Nein, ich war in Polen auf KSW. Ach, hast du mal mehr. Nils, grüß dich, mein Lieber. Vorhin schon gesagt. Bin ich im Dezember übrigens nochmal. Vielleicht mit Johnny sogar. Vielleicht mit Johnny. Ist nicht weit von Berlin. Gibt's keinen Unterschied eigentlich. Gibt's keinen Unterschied bis nach Polen, ist nicht weit. Was sagt der nächste Eckerlin? Wer wird gewinnen? Ich hoffe, er macht das. Ja? Ich hoffe, er macht das. Wäre tragisch für ihn, wenn er das jetzt nicht macht. Wenn also, ich glaube, es schafft, macht zu Hause. Wie war KSW im Vergleich? Octagon stellt eine geile Veranstaltung auf die Beine, definitiv. Für deutsche Verhältnisse brutal, aber man kann das mit KSW nicht vergleichen. KSW hast du nochmal doppelte Zuschaueranzahl, ja. Da sind im Schnitt meistens 20.000 Zuschauer. Das ist schon was anderes. Aber die Atmosphäre in Frankfurt war brutalst. Ich habe meinem Vater Karten geschenkt gestern zum Geburtstag. Der hatte gestern Geburtstag, der Hector. Wir fahren im Dezember nach Polen zur KSW. Pujanowski kämpft gegen Kalidov. Zwei Legenden, das wird irre. Noch. Lasst es sehr viel Druck auf ihm auch, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Aber der andere Gegner ist jetzt noch vorbereitet. Ne? Und ich denke aber auch, Eckerlin hat immer mal Gas gegeben und ist sehr, sehr vorbereitet. Also ich freue mich sehr auf den Kampf. Fabian 9, 4x5, danke dir für den Support, Diggi. Gut. Der Arme wurde so ausgebuht, ne? Stinkende Teste, so klasse, was verpasst, Alter. Wie dünn dein linker Arm da aussah. Ja, ohne, ich bin auch gerade wirklich unzufrieden, Alter. Ja, das war das schlechteste Jahr, sportlich gesehen, in meinem Leben, in meiner Trainingskarriere, ja. Immer irgendwas dazwischen gekommen, Verletzungen, Krankheiten und, richtig nervig. Bin auch gerade wieder, guck mal, ich habe jetzt wieder 11 Tage kein Training wegen der scheiß Krankheit. Ich war ja krank, ich hoffe, morgen geht's wieder los, aber das ist nicht normal. Es fuckt einfach ab, Freunde.
Die haben so genervt, Alter. Da sind einfach irgendwelche Jungs gekommen beim Eckerling-Kampf und haben sich einfach in den Gang gelegt, Alter. In den Gang gelegt, hingestellt, man konnte nichts mehr sehen. Johnny hat natürlich ganz kurz geklärt, Alter. Mal ganz, ganz schnell. Hier, Alter, die ganzen, aber die wurden dann irgendwann wurden die verscheucht, weil, Digga, was brutale Plätze und dann stehen da irgendwelche Leute. Natürlich verstehe ich, jeder will das Beste machen, aber dann sehen wir ja nichts. Was können wir denn dafür, wenn die nichts sehen? Wir haben gar nichts mehr gesehen. Man sieht, der Oliveira ist direkt viel fitter als letzte Mal. Ja? Er sieht auch ganz anders aus. Das war alles auf. Das war der Beweis. Das war der Beweis. Im ersten Kampf war auch Tiefschlag. Guten Abend auch an alle, die jetzt neu dazugekommen sind in Streams, im Stream. Ich grüße euch. Saiyajin, ich danke dir doch. Ich küsse deine Kniescheibe, ja? Danach Podcast, ja? Ey, da ging die Post ab, Alter. Verdient gewonnen! Da sagt Christian, fick auf die Hater. Ihr habt das gesehen, das Interview. Fick auf die Hater. Ihr alle da sitzen nur rum und können blöd reden. Da müsst ihr jetzt kommen, glaube ich. Christian Weizem, du shut the fuck up. Christian, mit allem, was jetzt passiert ist, hat er sehr schön gesagt. Eine riesige Erleichterung. Sehr poetisch. Für dich nach diesem Kampf, wie fühlt sich das? Ja, Christian reißt sich das Mikrofon weg und fick auf die Hater. Richtig geil, Alter. Ich mach keine Reaction mehr auf den. Keine Chance. So, ein kleines Mini-Fazit von der Veranstaltung. War cool, oder? Coole Veranstaltung, cool organisiert. Ging nach Zeitplan. Alle Kämpfe waren cool. Zwei Kämpfe, auf die halt die meisten gewartet haben. Stefan Pütz und Eckerlin. Brutal. Beide haben die brutal gewonnen. Glückwunsch auch nochmal an Eckerlin. Ja. Hat er echt gut gemacht. Auch an Stefan, auch mit dem Heiratsantrag. Stimmt. Sehr, sehr geil. Das war sehr geil. Geile Geste. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Alles klar, dann gehen wir jetzt noch was essen. Und die Jungs wollen noch eine Pfeife rauchen. Nein. Ich muss einfach lachen, der ist so geil, Alter. Ich rauch keine Pfeife. Ach ja, stimmt, du rauchst ja gar nicht. Mhm. Ah ja, okay. Was war der? Ich rauch Pfeife. Guten Appetit. Guten Appetit an alle. Freunde, wir wollten auf die Schnelle was essen und wir waren ungefähr um 13:30 raus aus den... aus der Location und das war irgendwo am Frankfurt Bahnhofsviertel, find da mal was Leckeres zu essen, Digga, wir waren bei irgend so einem Perser, das war das ekelhafteste Essen, was ich dieses Jahr gegessen habe. So der erste, ich habe einfach einen Burger mit Pommes bestellt, der erste Biss ging klar, der zweite okay, ab dem dritten Biss, Digga, du konntest mit dem Burger Ölwechsel machen bei deinem Auto. Der war so am Triefen, der war ekelhaft. Zum Glück hatte ich keine Verdauungsprobleme. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt noch Magen-Darm bekomme nach dem Burger, Digga. Die Auswahl gab es ja nicht mehr. Eigentlich gar keine Auswahl, wir sind mit einem... Fake-Stoff von Maluch, ich weiß echt nicht, wovon ihr redet. Keine Ahnung. Ja. Und wie ihr vom letzten Video wisst... Bruder, Cevape, beste, aber nicht diese Schrott, Alter.
um 2 Uhr nachts, Müll. War Hauptbahnhof ein bisschen junkig? Bahnhof junkig. Aber in unserer Umgebung ist das gut. Wir brauchen noch ein Auto, ja? Machen wir hier komplett zu Ende? Ja. Was noch fehlt, ist Isoclear, das muss ich noch trinken. Ach, jetzt gibt es noch ein Placement. Proteinzufuhr gedeckt ist. Nein, nein, ich sag das, weil damit die wissen. Also kein Placement. Nein, ich empfehle es euch weiter. Okay, ich vielen bin Dank. Zeuge, er trinkt das gleich wirklich. Und ihr könnt 10% mit Code William sparen. Nehmt mal Johnny's Code. Gibt's keinen Unterschied, welchen Code. Das haben wir schon gedreht. Kommt Überraschung nach, diesmal. Kommt nach der Szene. Der wusste nicht. Johnny's Outro ist ja immer, gibt's Unterschied, gibt's keinen Unterschied. Ihr kennt das, wo der dann Zeug auftaucht mit Pistole oder irgendeine andere Scheiße. Guckt mal jetzt. Gibt's keinen Unterschied, welchen Code. Das haben wir schon gedreht. Überraschung nach, diesmal. Kommt nach der Szene. Okay, also, adios. Dankeschön an alle. Danke an alle. Ciao, ciao. Gibt's Unterschied? Gibt's keinen Unterschied? Geil, Alter. Ey, cooler, chilliger Vlog. Sehr, sehr geil. Daumen rauf, Freunde. Johnny hat die 20.000 Abonnenten geknackt, sehe ich gerade. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.